Für ein Aromafeuerwerk braucht es eine Handvoll typischer Gewürze. Bullesalat Tropical ist eine leichte Hauptmahlzeit voller Überraschungen. Herzlich willkommen! Paprika, Kurkuma, Fenchelsamen, Kardamom und Zimt in einen Suppenteller geben. Ein bisschen Rotzucker beigeben und alles gut mischen. Einen Esslöffel davon in eine Schüssel geben. Den Rest mit ein bisschen Erdnussöl und wenig Raum verrühren. 500 g Bullenbrüstchen in Streifen schneiden. Die mit der Marinade mischen und dann zudeckt im Kühlschrank für rund 1 Stunde marinieren. In der Zwischenzeit die restlichen Zutaten parat stellen. 250 g Stangensellerie in dünne Scheiben schneiden. Dann die Melone vorbereiten. Dazu mein ganz persönlicher Extra-Tipp. Am meisten Aroma hat das Fruchtfleisch und den Saft rund um die Kerne. Sie können den Saft auffangen und später im Salat beigeben. Das macht das Ganze ein bisschen süßlicher, aber natürlich auch sehr aromatisch. Die Hälfte der Melone in beliebige Stücke teilen. Die Salatsauce mit der auf die Seite gestellten Würzmischung fertig zubereiten. Dazu eine Limette auspressen. Die beigeben und gut verrühren. Sonnenblumenöl und Rühren beigeben. Dann noch etwas frischen Ingwer abschälen und ca. 2 cm davon direkt dazu reiben. Ein bisschen Erdnussöl in einer beschichteten Brotpfanne heiß werden lassen und dann das Boulet portionenweise drin anbraten. Das dauert gute 5 Minuten. Dabei die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren. Das Fleisch rausnehmen und salzen. Dann die zweite Portion genau gleich zubereiten. In die gleiche Pfanne noch ein bisschen Öl geben und jetzt den Stangensellerie kurz rührbraten. Zum Schluss Fleisch, Sellerie und Melone mit der Soße mischen. Den Boulet Tropical Salat nachwürzen und anrichten. Wer gerne fruchtig würzig isst, hat mit diesem Gericht genau das richtige Rezept zur Hand. Viel Spass beim Zubereiten und natürlich besten Genuss. Ade miteinander.